Ihrer Beförderung, Unterfeldwebel. Wir nutzen jetzt die Gelegenheit, Sie und Ihre neue Einheit etwas zu drillen, bevor Sie zurück ins Glied gehen. Sie sollten all das bereits kennen, aber wir wollen lieber auf Nummer sicher gehen. Ihre Einheit besteht aus 3 Abteilungen. Sturmtrupp, Gewehrschützentrupp und LMG zur Unterstützung. Wählen Sie zuerst den Schützentrupp aus. Leute, und damit herzlich willkommen hier zurück zur weiteren Folge von Red Orchestra Heroes of Stalingrad. Ich bin jetzt sicher in der nächsten Mission und ich würde sagen, es geht gleich los. X soll ich drücken. Wählen Sie den leichten MG-Trupp aus. Gut gemacht. Wählen Sie alle Kampftrupps aus. Die ganze Einheit. Korrekt. Übernehmen Sie das Kommando über die gesamte Einheit. Gut. Rücken Sie mit Ihrer Einheit zu dem Karren in dem Obstgarten vor. Machen Sie Ihren Schützentrupp bereit. Gut gemacht. Bringen Sie den Schützentrupp zu dem Zaun da links. Aufschließen! Halten Sie Ihre Position neben dem Karren. Halten Sie Ihre Position neben dem Karren. Zu dem Zaun da links. Machen Sie den MG-Trupp marschbereit. Also das muss ich jetzt erst einmal alles verstehen. Okay, das MG dahinter. MG jetzt an dem Zaun. Mit dem Rest meiner Einheit. Wer ist das dann? Rücken Sie mit dem Rest Ihrer Einheit vor. Ich gehe voraus. Korrekt. Halten Sie Ihre Position beim Zaun vor. Befehlen Sie den Leuten, das erste Ziel anzugreifen. Jetzt brauche ich wieder den Sturmtrupp. Und der Befehl, den Panzer anzugreifen. Wir brauchen sofort Artillerie bei dieser Position. Los jetzt. Befehlen Sie den Leuten, das erste Ziel anzugreifen. Ach so, mit B gedrückt halten. Angreifen. Sturmtrupp, vorwärts! Angreifen. Das Ziel wird Befehlen erobert. Sie ihnen jetzt, das zweite Ziel anzugreifen. Halten Sie Ihre Position beim Zaun. B gedrückt halten, angreifen, Missionsziel. Befehlen Sie ihnen jetzt, das zweite Ziel anzugreifen. Ja, habe ich doch schon. Sturmtrupp, angreifen, Missionsziel. Wir erobern das Gebiet für Deutschland! Okay, dann geht mal für Deutschland, Jungs. Ich habe mitgeholfen. Gut. Wählen Sie noch einmal die gesamte Einheit aus. Befehlen Sie der Einheit, das zweite Ziel zu verteidigen. Umkreis verteidigen! Rücken Sie zu Ihrer Einheit vor. Scheinbar muss ich in den nächsten Missionen dann selbst die Befehle hier geben. Das könnte ja interessant werden, so gut wie ich hier bin. Lassen Sie die Artillerie das Haus am Ende der Straße unter Beschuss nehmen. Nein, nicht das! Das Haus aus dem Missionsziel! Lassen Sie die Artillerie das Haus am Ende der Straße unter Beschuss nehmen. Das Haus am Ende der Straße. Nein, nicht das! Das Haus aus dem Missionsziel! Lassen Sie die Artillerie das Haus am Ende der Straße unter Beschuss nehmen. Hä, welches Haus jetzt? Nein, nicht das! Das Haus aus dem Missionsziel! Nein, nicht das! Das Haus aus dem Missionsziel! Nein, nicht das! Das Haus aus dem Missionsziel! Genau das meine ich! Hey, das hatte ich doch die ganze Zeit schon markiert!
Ja, das Haus ist weg. Das kennen wir schon aus den letzten Missionen. Von denen wurde ich die ganze Zeit weggehaut. Viel besser. So Leute, und das war's dann auch schon wieder mit dieser kleinen Mission, die Einführung zum Dorfführer. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus und ciao.